Herzlich willkommen hier bei den Dumanis. Jawohl, ja, der Leon ist da, die Karina ist da, der Lukas ist drin, den seht ihr auch. Ja, wir sind heute hier versammelt gewesen mit den Jungs hier, Verlosung von dem geilen Golf. Hat gut geklappt, der Levent Lale hat dieses Auto gewonnen, hat sich noch nicht gemeldet. Ja, Freunde, da haben wir zu dritt das gemacht, wir haben das zu dritt begonnen und zu dritt hier im Livestream beendet. Ja, Levent Lale hat diesen geilen Golf gewonnen. Freunde, dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch, Levent Lale. So, wir sind da, also die Jungs waren bei mir zu Hause, wollten auch mal gerne sehen, wie es bei der Pension aussieht. Und das, was sagst du dazu, Pensiono? Pension, brutal, was du damit gemacht hast, das ist ja eine ganz, ganz wilde Nummer. Ja, das aber ist weißt du, was ich jetzt... Ein Köfte. Wir gehen jetzt schön geil Köfte-Eckmeck essen, auf jeden Fall. Es schmeckt richtig gut, also der wird dir schmecken, 100%. Okay, wir haben einen Wolfsburg, der ist Chef leider. Der wird dir auf jeden Fall schmecken, liebe Freunde. Kari, hast du auch Bock? Ja, immer. Okay, also, wir haben jetzt die Verlosung hinter uns. Wir gehen jetzt zusammen mal Köfte-Eckmeck essen. Lukas war auch dabei. Bei den Dumanis, ja, die wollten auch mal sehen, natürlich, wie ich lebe. Und wir werden es öfter beim Grillen mal sehen. Junge, das ist kein Apartment, das ist ja eine Villa, das ist ja alles übertrieben. Ja, ist geil. Also, der Bereich von Jan und Zahn ist größer wie unsere Wohnung. Also, wir gehen jetzt essen, Autos verlost, Digga, wir hoffen mal, das ist ein, ja, schade, aber egal, ist weg, ich hoffe mal, die Leute sind zufrieden, wir haben es eher auf 100% gegeben. Ja. Wochengeiler Livestream wieder, also war witzig. Der Livestream war ja wieder voll Rakete. Aber macht wieder Spaß, Livestream, macht wieder da Spaß. Also, Freunde, wir gehen jetzt mal schön hier zum Essen. Wo gehen wir hin? Links hier, Batschigerlis. Bestklasse, er ist immer noch damit unterwegs. Ja, T5 am Arsch, ja, ist kaputt, leider, ist kaputt. Was hältst du vom T5? Ist gut aus. Geht, ne? Also ich weiß, was du meinst, weil du willst ihn einmal lacken, ne? Aber ich wollte ihn natürlich die Unterkante lackieren, weil hier oben ist er ja richtig schön, ne? Vielleicht aber zweifarbig. Aber hier auch schon Rostansätze. Auf California-Style vielleicht? Zweifarbig wäre schon geil, wäre schon fast ein Muss. Ein Muss, ja. Maybach-Style machen. Ja, so ja, Maybach-Style, irgendwie. Ab dieser Kante hier, ne? Nenn doch das Maybach-Logo einfach drauf. Ja, oder? Ja, irgendwie irgendwas machen, keine Ahnung. Aber Kante, Substanz ist aber gut, Digi, ne? Substanz ist gut von dem Ding. Also so. Ich hab grad mal rein, der hat ja schon diese Schiebedinge auf dem Boden. Das ja. Gute, ne? Das haben sie ja schon nicht alle. Genau, ne? Und das Ding können wir als Bett machen, auch schön. Können wir umklappen, ist ein Bett. Ich muss zugeben, ich bin ja Bulli-Kind, ne? Meine Familie hat immer T4 gehabt, weil wir drei Jungs waren. Okay. Und man brauchte immer Bus, Kombi hat schon immer nicht gereicht. Und wenn ich so einen 5-Zylinder-Diesel anfahren höre, kommt es direkt in meine Kinder, wie das so ein T4 5-Zylinder-Diesel ist. Also ich fahre auch noch nie mit dem Bus so auf eine lange Reise, aber es kann nur gut werden mit dem Bus. Busreise macht immer Spaß. Weil du liegst da, du kannst da mal irgendwie Beine lang machen, weißt du, was ich meine? Gar kein Gefühl von. Sieht natürlich ein bisschen chaotisch hier aus, aber das wird schon hier, ne? Sehr wild aus. Wir schauen mal. Der Gewinner hat mich angerufen. Warte, wir reden jetzt mal auf Deutsch, ich nehme dich auf. Levent, du bist aus? Ich komme aus Frechen bei Köln. Ja. Und wir kennen uns von der Krankheit von E30. Ich war auch so infiziert wie du, hatte dich am Anfang auch mal angeschrieben. Ja. Und seitdem gucke ich deine Videos und heute habe ich ein super gutes Gefühl, sage ich zu meiner Frau. Das sind nur noch 300-400 Leute. Aber sage ich, wann gewinnt man schon mal was? Ne? Unglaublich, ja. Digga. Unglaublich. Unglaublich. Und ich war auf dem Schiff gewesen und war kurz live um 18 Uhr, war das, glaube ich, ne? Ja. Ja, dann habt ihr so viel gesprochen, habe ich gedacht, okay, ich fahre jetzt und guck später zu Hause mal. Ne? Aber hast du, du hast ihn live nicht mitbekommen? Live habe ich nur die ersten 10 Minuten mitbekommen. Okay. Danach habe ich dein Video angemacht und unten drunter steht Glückwunsch an den Gewinner Levent. Ja. Nein, ne? Okay, jetzt bevor wir hier mal, nicht, dass wir irgendwas durcheinander bringen. Ja. Sag mir mal bitte deine Straße und Hausnummer. Nee, warte, kann aber nicht. Hör doch auf. Nicht sagen. Nein, ich bin hier essen, aber ich wollte das gerne dein Essen angespielt. Nein, wenn du abholst, wir reden ja schon wieso zusammen. Ja, wir sind hier bei Bachtche Grill. Ihr habt gesagt, in Deutschland gibt es keinen guten Köfte-Eckmeck. Also der schmeckt wirklich gut. Jetzt kommt das Vergleich, ist Antalya gegen Bachtche Grill. Wir gucken mal gleich. Oder? Weil stimmt, hier haben wir jetzt zwei Experten. Genau. Ja. Aber Antalya ist doch geil. Achso, Antalya. Ja, aber das ist ja... Ilica Garten. Da waren ja in Wolfsburg besser wie Ilica Garten. Also. Ja, wir gucken. Ja, also das war... Aber nicht. Nein, das war nicht gut. Doch, er hat gesagt... Scheiße. Ah, okay. Also, er hat gesagt, das war voll ungewürzt. Ja, also das war... Hä? Was? Ist alles gut? Weil ich gesagt habe, das Brot war weich. Habe ich gesagt. Ach so. Also, liebe Freunde, wir gucken jetzt unser Köfte-Eckmeck. Wir essen jetzt Köfte-Eckmeck alle und probieren mal diesen Geschmack rauszukriegen. Heute haben wir unseren Livestream hinter uns, war auch richtig tot. Und der Besitzer hat sich eben gerade gemeldet und er ist richtig glücklich über das Auto. Ich telefoniere heute Abend in Ruhe mit ihm
und gratulieren nochmal so mal in Ruhe, oder? Wir gehen mal live mit ihm, dann können wir mal irgendwie mal auch mit Telefon, hat oder? Hat schon jemand ja. Chai vorher geguckt? Er wollte nur zu warten. Ja, wegen denen, weil wir gewartet haben. Ja, Freunde, dann warten wir mal auf das Ergebnis, was unser Döner hier rausgibt. Wie schmeckt der Chai hier? Ich muss noch mehr Zucker eigentlich reinmachen, der ist schon sehr bitter. Okay, für Mehmet ist er bestimmt gut. Hey, du weißt, dass ich in die Türkei fahre, ne? Morgen. Du fährst in die Türkei? Bist du eifersüchtig? Ich bin sehr eifersüchtig. Walla, am liebsten würde ich mitkommen. Ja, du bist doch gerade aus dem Urlaub gekommen, Digga, ja. Ja, aber ist ja Stella Jule ist ja nicht Urlaub. Das ist warte mal, ich habe eine gute Idee. Du kaufst heute, du machst jetzt eBay Kleinanzeige auf. Oh, jetzt aus Bremen. Kaufst ein Auto aus Bremen. Astra 2, 3, nimm den mit. Musst du nicht mehr hinfahren. Machst du Tuning Astra GTS und ja. Oh, GTS gibt's sowas. OPC, GTS. Doch, gibt's doch GTS. Keine Ahnung, was das ist. OPC, glaube ich. Oder egal, wir schauen mal. Oder nimmst du hier Karis Golf, Digga. Ich nehme den Golf 7 hier. Den blauen, Junge. Dein ja, T-Shirt. GTR-Umbau. Dein T-Shirt. Was ist mit meinem T-Shirt? Ja, genau. Ich hab doch abgenommen. Nee, das ist so, Digga. Ach so, das ist so. Ach so. Aber eins muss ich sagen. Da, wo wir die Sachen gekauft haben, wie hieß der Laden? Swag. 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 Tolle Qualität, wirklich. Ich habe die schon ein paar, also, hat die ein paar Mal gewaschen. 10 Mal schon gewaschen. 20 Mal. Brutal. Also mein Fast and Furious T-Shirt fliegt leider auseinander. Aber okay, aber wo, ach so, wirklich? Aber den hast du auch 2 Monate angehabt jeden Tag. Aber meine anderen Sachen, da waren sie gut. Meine ja, Jacke okay. Und so, die trage ich immer. So, Freunde, alter Schwede. Achso, ja, warte. Kurz Köfte-Eckmeck gegessen hier. Walla, Leon dreht hier durch, Digga. Beste Köfte-Eckmeck. Viel krasser wie ein Antalya gegen Sida. Er gibt ihm nochmal Antalya gegen Sida. Der ist ja brutal. Und unglaublich, dass man in Deutschland auch einen geilen Köfte-Eckmeck kaufen kann. Ja, ja, ja. Hast du dir gesagt, der ist krass? Ja, hast du wirklich gesagt. Okay, gegen Inji? Das ist anders, das richtige Dönerfleisch. Aber ja, Inji war anders. Nee, also, Inji ist natürlich Ambiente nochmal. Das Brot, aber von Brot war auch anders von Inji. Ja, deswegen. Aber, danke schön, mein Bruder, vielen Dank. Also, liebe Freunde, ihr wisst es hier bei Bachcheck. Jo, 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 gegessen haben wir. Aber komm, ein leckerer Snack. Wetter ist gut. Die Jungs hier, die müssen los. Ich habe ein Auto weggegeben. Der wird jetzt hier schnell von den Jungs ausgeliefert. Komm, aber sein Auto ist auch schön, ne? Ich hab schon gesagt, wenn er verkaufen will. Weil er schönes, nein, schönes Auto. Ich mag den weiß, schöne Farbe. Schönes Auto. Ja, also ich gesagt, mach ein YouTube-Video vor Lippig. Ich mag sein Video. Sein nein, seine Videos, ja, sie gehen. Ja? Aber Auto ist schön. Das Auto ist schön von ihm. Gefällt mir. 100%. Aber dein Auto ist auch schön, Leon. Ja, ne? Ja. Ich bin immer noch sehr zufrieden. Sehr happy. Und er sieht immer noch gut aus. Aber vorne musst du noch mal weiß malen. Nee, ja, schwarz. Schönes Auto. So, jetzt nochmal Real Talk. Nee, war gut. War sehr gut. So. Nein, Leon. Also es ist ein sehr guter Leon, Digga. Ich dachte, die Kamera zeigt auf mich. Nee. Ich würde extra 200 Kilometer nach Bremen fahren, um diesen Köfte-Eck mitzunehmen. War gut. Boah. Muss man jetzt sagen, also es ist jetzt nicht... Also, schon es brutal. Ist wirklich gut. Ja, ich fand es sehr gut. Sehr Gari, was ist los hier? Walla, hat geschmeckt? Ich bin tot. Ja. Hat geschmeckt. Und der Döner ist aber auch nicht schlecht hier. Müssen wir jetzt mal probieren. Ja. Habt ihr doch. Das war ja fast schon wie Döner. Das könnte ihr Döner habt doch die Döner drin stimmt. Genommen. Ja, stimmt. Ach so, das meinst du. Ja. Der war aber nicht so krass wie Köfte. Der weiß noch nicht mal, was er gegessen hat. Ja. Digga, ja. Oder nicht, Schätze. Ja. Der weiß noch nicht mal, dass er einen Döner gegessen hat. Der tat es auch wieder Köfte drin. Aber Bacikre hat kein Hähnchen. Nee, Hähnchen machen die nicht. Nein. Keine Ahnung. Aber Hähnchenkeulen gibt's, glaube ich, aber Dings nicht. So, super. Wir gehen mal zu uns nach Hause, schön einmal einen Kaffee trinken und dann zu uns kommen. Jetzt gibt's nochmal schön Käffchen. Boah, ist noch dicker geworden. Ach komm, so viel hast du auch nicht gegessen. Nein, Köfte-Eckmeck hast du gegessen, Digga. Alles gut. Bin auf die. So, wie ist es hier bei reichen Leuten zu sein? Jetzt guck mal, obwohl da die Hauptstraße ist, auch mitten an der Straße, aber guck mal. Aber hier fährt kein Auto vorbei. Ja. Also wirklich selten. Du sitzt in einem Vorgarten, was mir brutal gut gefällt, du sitzt bei deinen Autos. Du kannst. Also ich habe ja normalerweise, habe ich ja mein SL hier stehen. Ja. Und dann chillt man hier und dann guckst du dein Auto stehen vor der Tür. Geil. Ist schon nice, ne? Weißt du, was ich meine? Kann man leben. Aber so gemütlich, wenn es ein bisschen regnet, weißt du, wie das so wie heute, genau, war auch gemütlich. Ja. Aber im Winter natürlich nicht, aber im Sommer geht, kann man leben. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind losgefahren. Die Dumanis sind los. Oma ist da. Schwester passt damit auf. Die Kinder sind da in dem Laden. Wir sind los. Ne? Sind losgefahren. Keine Ahnung, wie voll das ist, wie das da ist oder was. Wirklich nicht. Ne? Wir sind auch ein bisschen müde. Ne? Mhm. Ja, aber das gehört nochmal dazu zu Urlaub. Wir haben nicht geschlafen. Einfach mal rein und losgefahren. Schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal. Den ersten Stau haben wir jetzt vor uns. Aber das gehört wohl auch dazu.
Ja, wir fahren einfach vor uns hin. Dann heißt das mal, ja, willkommen. Nächstes Video aus der Türkei. Ne? Genau, wird so wohl sein, dass wir das nächste Video aus der Türkei rausgeben. Wieder essen, Kultur machen, tun, zeigen, was da abgeht und was. Ja, ich freue mich, ja, dass ich im Urlaub bin und dass ihr mich natürlich auch begleiten könnt. Vielen, vielen Dank. Abonnieren, Like nicht vergessen. Ich nehme euch natürlich überall hin mit, was wieder erneuert ist. Ich habe gehört, richtig teuer in der Türkei. Viele haben rumgeheult, wie teuer das da ist. Edimotion ist gerade in Antalya. Der war am Strand und dann sagt er, eine Strandliege, 2800 Tele, ich glaube für eine Familie, 80 Euro pro Tag Strandliege. Ja, ist viel Geld, 80 Euro. Und dann hat er gesagt, in so einer Bar, also so eine Bar vorne, 6 Euro Cola, 10 Euro Red Bull in so einem Beach. Links. Ja, okay, ist ein Beachclub. Ja, aber trotzdem. 10 Euro ist nicht wenig, ist nicht wenig. Ja. So, Freunde, dann sage ich mal, begleitet uns mit. Wir wollen mal auch mal diesmal auch mal ein bisschen erkunden, ein bisschen was anderes auf dem Domanis-Kanal noch mal ein bisschen mitzeigen. Ne? Nicht immer da sitzen, jeden Morgen Alcantari, ne, Edlocantasi-Suppe trinken, sondern wir nehmen euch immer ein bisschen mit. Ne? Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.